Hallihallo ihr Lieben, hier ist mal wieder euer Bidi und wir sind nach wie vor auf Sardinien in unserem schönen Steinbruch und ich bin immer noch auf der Suche nach dem Meer. Okay, und wir fahren los. Helga ist auch wieder dabei, die haben wir das letzte Mal ganz schön zum Schwitzen gebracht, die Arme. Und heute fahren wir quasi wieder auf der Ostseite von Sardinien wieder zurück, aber hier schön auf der Landstraße lang, wieder nach Cagliari runter zum Hafen, weil ich dann darüber muss, wieder nach Italien, aufs Festland quasi. Aber ich will halt hier drüben nochmal lang fahren, weil ich immer noch die Hoffnung habe, vielleicht noch irgendwo das Meer zu sehen. Ich bin sehr gespannt. So. Aber bevor wir jetzt hier lange erzählen, fahren wir jetzt los. Was sehr seltsam ist, was ich gerade festgestellt habe und was ich noch nicht weiß, woran es liegt. Der hat mir jetzt gerade gesagt, dass wieder eine neue Version aufgespielt wurde. Also irgendeine 1.35, schlag mich dort 020, irgendwas, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und seitdem funktioniert die Achse vom Headset nicht mehr. Seht ihr das? Ich gehe nach vorn und da passiert nichts. Beziehungsweise bei mir bewegt sich quasi der LKW mit. Das ist total unangenehm, weil genau so ein Quatsch bereitet jemanden, der damit noch nicht so viel zu tun hatte mit VR, extrem Motion Sickness, weil sich das einfach so unnatürlich anfühlt, dass dieser LKW jetzt gerade hier vor und zurück mitschwebt. Und für euch im Film oder bei YouTube sieht das jetzt wahrscheinlich so aus, als würde sich da gar nichts bewegen, wenn ich so mache. Ihr seht bloß hier drüben auf der Kamera, ich bewege mich, aber euer Bild bewegt sich nicht, weil das gerade starr bleibt. Also ich kann hier nicht auf die Instrumente gucken. Er unterstützt gerade diese Achse vom Headset nicht mehr. Ich habe keine Ahnung warum, ob das wirklich was mit dem Update zu tun hat, weil das letzte Mal ging das definitiv noch. Also falls noch jemand dieses Problem haben sollte, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr wisst, was da los ist. Weil das fühlt sich nicht gut an. Gar nicht gut. Das ist nicht schön. So. Die Helga hat mittlerweile wieder eine neue Route uns gebastelt. Hat mir wahrscheinlich auch vom letzten Mal verziehen, dass ich sie so missachtet habe und ihre Wendeanweisungen völlig ignoriert habe. Aber jetzt sagt sie uns wieder, wo wir langfahren sollen. So, wir haben hier eine 70 irgendwie. Na, okay. So, na, ich bin gespannt, ob wir das Meer noch sehen. Ich teste immer mal wieder, ob sich das vielleicht irgendwie mal fängt im Spiel, aber nee, es will nicht. Es will einfach nicht. Das ist quasi, also das Windows Mixed Reality Headset verhält sich jetzt genauso, wie wenn du das PlayZ-Headset, also die PSVR, am Rechner anschließt. Weil die kann die Achse von alleine auch nicht. Die kann nur links, rechts, hoch, runter. Aber nach vorn und nach hinten, das kann die nicht. Und warum das gerade mein Lenovo-Headset nicht kann, obwohl es das eigentlich immer kann, weiß ich nicht. Also entweder haben sie jetzt wirklich was mit dem Patch versaubeutelt, mit dem letzten, den sie ja drauf gespielt haben. Oder es ist ein anderes technisches Problem, aber ich wüsste jetzt vor lauter Schreck ehrlich gesagt nicht was. Ich habe auch das Spiel vorhin schon nochmal neu gestartet, weil ich dachte, dass es vielleicht daran liegt. Aber daran liegt es auch nicht. Ich habe jetzt auch in den Optionen schon mal geguckt, ob man da noch irgendwo was einstellen kann, dass sie vielleicht im neuen Update wieder bei der Grafikeinstellung noch irgendwo was
eingepflegt haben, dass man da ein Häkchen setzen kann mit dem fürs VR etc. Aber nein, dem ist auch nicht so. Von daher, wie schon gesagt, ihr Lieben, wenn das noch jemandem so geht, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr dafür schon eine Lösung gefunden habt oder ob wir jetzt einfach auf den nächsten Patch warten müssen. OS 40 und der stand irgendwo im Blitzer, bin ich mir ziemlich sicher. Weil hinzu haben sie mich hier geblitzt, die Säcke. Demnächst rechts abbiegen. Demnächst rechts abbiegen. Nee, genau das machen wir aber nicht. Wir biegen nicht rechts ab, weil hier kommen wir ja jetzt auf die Autobahn. Und das will ich nicht. Ich möchte... Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Das denke ich doch, Helga. Ich möchte diese kleine Küstenstraße hier runterfahren. Zum einen, um zu gucken, wie es hier so noch ein bisschen auf Sardinien aussieht. Und zum anderen halt auch in der Hoffnung, dass ich irgendwann nochmal das Mittelmeer zu Gesicht bekomme. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Na dann. Wir sind ja nach wie vor in der Ortschaft. Schön ist das. Also man kann wirklich nicht meckern. Das ist eine schöne Insel. Und gerade diese kleinen Straßen hier, die machen Spaß. Die fahren sich super. Ich darf schon wieder 70 fahren. Dann probieren wir das doch immer mal aus. Geradeaus. Aber das mit dem Vor und Hinter ist... Also man braucht es jetzt nicht so häufig, ne? Man erkennt ja von hier aus auch alles gut. Aber das fühlt sich komisch an. Wer weiß, was da schiefgegangen ist. So, eine Tankstelle. Brauche ich immer noch nicht. Nach wie vor 70. Was bauen sie denn hier an? Sieht ein bisschen aus wie, tja, Wein oder keine Ahnung. Hier steht wieder die Tankstelle mit ihren schönen Solarpanelen. Immer geradeaus. Oh, das ist eine Ortschaft. Immer schön ruhig mit den jungen Pferden. Es könnte schon Wein sein, ne? So wie das hier aussieht. Sardinischer Wein. Immer geradeaus. Ja, Helga, wir haben ja auch gar keine andere Variante, außer geradeaus zu fahren. So, die kleinen Dörfchen, das ist schön gemacht hier, ne? Das sind nur die Berge im Hintergrund. Das sieht schon cool aus. Hier am Rand vom Dörfchen wieder eine kleine Firma. Demnächst links abbiegen. Okay, demnächst links abbiegen. Quasi hier. Biege nach links ab. Jo. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Sehr schön.
Ich freue mich wirklich sehr, sehr gern. Das erzähle ich euch jedes Mal im Eurotruck Simulator in VR. Das ist eine feine Geschichte. Das ist immer wieder schön. Polizei? Polizia. So. Was ist denn das für eine krasse Brücke, die hier rüber geht? Fahren wir jetzt hier drüber? Das ist immer cool. Das ist ja voll die coole alte Steinbrücke. Rechts abbiegen. Das sieht schon cool aus, ne? Guckt mal. Vollfetzig. Machst dann quasi hier drüben und dann da vorne schön wieder das Bärschel hoch. Oh, sorry. Ja, ich fahr weiter. Hinter mir hupen sie schon. Aber es sah halt auch gut aus, ne? Biege nach rechts ab. Das sind so die kleinen Momente im Eurotruck Simulator, die schon in Flat cool waren, weil du das, dir die Landschaft angeschaut hast. Aber in VR ist das nochmal eine geilere Nummer. Kann man nicht anders sagen. Schieben wir uns hier so langsam aber sicher den Berg hoch. Es ist halt schade, dass die ganzen kleinen Straßen hier alle zu sind. Ne? Oh, das würde mich so reizen, da mal irgendwo lang zu tuckern. Aber naja, ist halt so, ne? Schönes Serpentin hier reingebaut. Aber nichts zu sehen von mir. Kein Stück. Alter Verwalter, hier haben sie aber auch Kurven reingebaut. Coole Sache. Sollte der aber ohne nicht entgegenkommen hier. Zumindest nicht Großes. Ach, das ist schon schön. Und jetzt kommen wir hier in die nächste Ortschaft. San Gregorio. San Gregorio. Gucken wir trotzdem mal kurz auf die Karte. Wo sind wir denn? Wir sind hier wieder ganz dicht am Meer dran, ne? Und wir kriegen es nicht zu Gesicht. Es ist zum Mäusemelken. Ehrlich. Es ist zum Mäusemelken. Biege nach links ab. Wenn ich nicht wüsste, dass ich auf Sardinien bin, würde ich sagen, ich bin irgendwo auf dem Festland, weil du siehst ja hier nirgends Wasser. Du hast nie mal das Gefühl, auf einer Insel zu sein. Das finde ich echt schade, weil genau deswegen bin ich hier runtergeguckt, um dieses Feeling von der Insel mal zu bekommen. Weil so viele Inseln haben wir in dem Spiel ja nicht, ne?
schade. Also wie schon gesagt, grafisch, also so wie sie es umgesetzt haben, landschaftlich, und das ist alles tippitoppi, also da gibt es nichts zu meckern. Das ist eine fantastische Spielwelt, was sie hier wieder erschaffen haben. Aber mir fehlt dieses Inselfeeling. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf einer Insel durch die Gegend fahre. So ab und zu wenigstens mal. Ich will ja nicht an den Strand fahren können und mich da irgendwo hinstellen und mir das Wellenrauschen anhören, oder? So weit muss es gar nicht gehen. Aber wenigstens ab und zu mal sehen, dass ich von Wasser umgeben bin. Dass irgendwo hier Meer um mich drumherum ist. Das wäre schon cool. Keine Ahnung, warum sie das nicht gemacht haben. Weil so ein bisschen Wasser darstellen in der Ferne mit einer großen blauen Fläche oder was auch immer, ne? Das ist ja nun jetzt nicht so aufwendig oder so rechenintensiv oder was auch immer, dass das nicht gehen würde. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wie schon gesagt, schöne Insel, aber für eine Insel ein bisschen wenig Wasser. Haben wir hier nochmal die Chance, irgendwo was Blaues zu sehen? Nee. Und dadurch, dass ich mich nicht vorlehnen kann, kann ich jetzt auch nicht wirklich rausgucken, dass ich mich so drehe. Aber hier ist nirgends Wasser. Da ist kein Wasser in Sicht. Demnächst rechts abbiegen. Die Jungs und Mädels hinter mir werden ganz schön kotzen. Rechts ab. Dass sie hier so hinter mir her tuckeln müssen. Wieder nach Cagliari und dann auf die Fähre und dann war es das mit Sardinien. Das könntest du auch hier vorne schon wieder sehen, ne, die vielen Häuser. Das sieht schon wieder so aus, als wären wir fast da. Immer geradeaus. Alles klar, Helga. Sind immer noch 50? Siehst du, und jetzt hätte ich mich quasi vorgelehnt und geguckt und sehe, nee, sind 80, aber geht nicht. Komisch, wirklich komisch, warum das plötzlich nicht mehr geht. Keine Ahnung. So, zumindest können wir jetzt mal die neue Scheibenwischerfunktion testen. Ah, noch lassen wir mal das Intervall an. Na, jetzt können wir schon in die nächste Stufe schalten. So, und bisher hatten wir immer bloß die zwei Stufen, ne? Aber seit dem Update 1.3.5 haben wir auch die schnelle Stufe. Haha, cool. So, jetzt machen wir wieder ganz aus. Intervall. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Jo. Die hier, ne? So machen wir das.
Immer geradeaus. Immer geradeaus. Grün haben wir auch noch. Ja, das läuft. Bitte rechts halten. Rechts halten. Richtung Cagliari. Aber das sieht so aus, als würden die das eventuell geradeaus noch offen machen, ne? Weil da war ja nur abgeklebt. Also das war ja, da standen ja schon Städtenamen oder Namen von Ortschaften drunter. Und das machen die ja manchmal so, die Leute, die Jungs von SCS Net, dass die quasi da irgendwo ein Kleberchen drauf machen. An Strecken, die sie eventuell später noch ins Spiel reinbringen. Naja, wir lassen uns überraschen. Ja, solange der seine Rohre hier nicht verliert, ist alles gut. Entschuldigung, war ein langer Tag. So, und da sind wir ja quasi jetzt hier schon wieder vorne an der Werft. Werft wahrscheinlich auch, also am Hafen, meine ich natürlich. Ist für mich interessanter. So, und wir müssen ja von rechts rum. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Okay. Biege nach rechts ab. Da steht schon die große Fähre. Jetzt hobbeln wir hier wieder drüber. Hobbel die Bobbel. Tschück. Tschück. So, schade, hier dürfen wir jetzt nicht selber in die Fähre reinfahren, oder? Doch, hier kannst du bloß noch Fracht annehmen. Ah, cool. Aber wir fahren ja wieder selber in die Fähre. Das ist fetzig. So, jetzt würde ich auch gerne nach vorne gehen, um euch einfach mal die Fähre noch ein bisschen aus der Frontscheibe rauszuzeigen. Geht leider nicht. Haben sie irgendwas versaubeutelt, die Jungs? So, jetzt kann man aber hier mal den Scheibenwischer ausmachen. Stellen uns hierher und können dann mit der Fähre wieder von Sardinien runterfahren. Ja, das war die Inselrundfahrt. Und wir haben quasi jetzt wirklich nahezu fast alles abgefahren. Und ich könnte wetten, ne, dieser kleine Haken hier oben, den ich jetzt nicht abgefahren habe, dort fährt man direkt ans Meer. Könnte ich wetten. Naja. Also, wie schon gesagt, wir haben jetzt einmal Sardinien komplett umrundet. Das Einzige, was wir noch nicht gemacht haben, ist hier diese Autobahn in der Mitte lang. Habe ich jetzt nicht für so interessant erachtet, um da unbedingt noch langfahren zu müssen. Wie schon gesagt, Cagliari im Süden, ein bisschen industrieller, ein bisschen so der Wirtschaftszweig wahrscheinlich der Insel. Auch hier drüben geht es dann noch ein bisschen wirtschaftlich zu. Je weiter man in den Norden kommt, umso kleiner und romantischer wird es. Die Straßen werden kleiner, die ganzen Serpentinen, die man hier teilweise fahren kann, sehr schön gemacht. Und der einzige Kritikpunkt, den ich habe, man hat nicht das Gefühl, dass man auf einer Insel ist, weil man nirgends das Wasser sieht. Man sieht einfach das Mittelmeer nicht, obwohl man mitten im Mittelmeer sich befindet. Und das ist ein bisschen schade. Und wie schon gesagt, wahrscheinlich tatsächlich da oben dieser kleine Knubbel hier, den ich nicht angefahren habe, dort wird man dann wahrscheinlich direkt ans Meer reinfahren können. Aber ich fahre da jetzt nicht nochmal hoch. Ja, ansonsten eine sehr schöne Insel. Gefällt mir gut, wie sie das gemacht haben. Und ich habe keine Ahnung, ob es da wirklich so aussieht. Wenn schon mal jemand von euch da war, könnt ihr es mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten haben wir die Insel jetzt komplett erkundet und
Ja, ich werde jetzt schauen, wie es hier weitergeht. Wie schon gesagt, irgendwann will ich mir endlich mal einen eigenen Trailer kaufen. Habe ich immer noch nicht geschafft. Aber das wird wohl demnächst jetzt mal kommen und dann melde ich mich wieder. Okay, ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, Däumchen und Abo freut mich immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ich wünsche euch was. Bye, bye.